Hallo liebe Handarbeits- und Faserfreunde. Eigentlich sollte heute meine, ich glaube, 18. Episode meines Strick-Podcasts Everything Fiber online gehen. Aber ich habe auch die letzten 14 Tage nichts gestrickt. Also ganz gestrickt kann ich nicht sagen. Ich habe ein paar rein an meinem Nurture-Sweater weiter gestrickt, als ich vor ein paar Tagen beim Friseur war. Ich habe da richtig gemerkt, wie sehr mir das Stricken fehlt, aber ich habe im Moment keine Zeit und keinen Kopf dafür. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich, nennen wir es, eine kleine Sommerpause machen werde. Und zwar den ganzen Juli und den ganzen August. Ja, bei mir tut sich gerade irrsinnig viel. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein furchtbares Gewohnheitstier. Also ich liebe meine Routinen und den, sage ich jetzt einmal, Alltag. Und der ist im Moment bei mir komplett auf den Kopf gestellt. Beruflich, privat ändert sich da gerade einiges. Und also es ist nicht, dass es mir nicht Spaß macht, diese Videos aufzumachen, aber ich habe im Moment einfach nichts zu zeigen. Und ja, nur so jetzt da irgendwas zu erzählen, möchte ich auch nicht. Ich hoffe einfach, dass die Zeit, also dass mit der Zeit alles ruhiger wird. Also ich weiß, dass es alles gut werden wird, dass alles gut gehen wird. Vor dem habe ich keine Angst, aber ich brauche einfach ein bisschen Zeit, damit ich mich an die neuen Situationen gewöhne. Und ich denke, dann kommt auch wieder mein Strickmojo zurück. Ich wollte euch das nur wissen lassen, damit ich euch nicht jetzt so einfach in der Luft hängen lasse und ihr euch vielleicht wundert, warum jetzt da plötzlich nichts kommt. Also ich habe jetzt, wie gesagt, geplant, Juli und August eine kleine Sommerpause zu machen. Und ich hoffe dann mit September in aller Frische wieder bei euch zu sein und euch dann auch wieder neue Sachen zeigen zu können, die ich vielleicht bis dahin schon angefangen oder fertig gemacht habe. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und ich hoffe, wir sehen uns dann im September wieder und ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich diese kleine Pause einlegen muss. Wir sehen uns. Tschüss.